willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Auf der Grünfelderland 1.3 Beta. Wir haben es endlich geschafft. Beziehungsweise spielen wir ja die ganze Woche schon drauf. Letzte Woche Freitag kam für euch die 1.3 Beta raus. Wir hoffen, sie gefällt euch. Ich muss mal wieder Hackschnitzel produzieren. Also nächste Woche habe ich das Waldstück auf jeden Fall immer noch. Ich weiß gar nicht mehr, was die Pacht gekostet hat. Ach, das ist schon wieder, ey. Aber es läuft deutlich besser, seit ich die Maschine habe. Ich komme viel schneller an Hackschnitzel, muss nicht alles klein schneiden und dann irgendwie irgendwo hintragen und irgendwo einfüllen. Jetzt telefoniere ich gerade nochmal. Oh, das ist von einem Unternehmen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Volker Varuna hier, hallo. Ja. Tut mir leid, dass wir nicht rangehen können. Wir haben hier sehr viel Stress gehabt. Dann wollen sie wahrscheinlich auch kein Geld verdienen. Ach, Geld geht immer. Was geht denn? Düngen. Feld 81. Was kostet? Wahnsinn, ich guck kurz in meiner Tabelle. Meine Maschinen. Ja. Flüssig, meine Maschinen, bin ja gerade im Harvest unterwegs. Okay. Meine Maschinen, Dünger müsste hoffentlich vorhanden sein. Ja, okay, dann muss ich da mal gleich den Marlon fragen, weil ich bin nicht der für die Finanzen. Da haben sie gesagt, sie schauen in ihre Tabelle. Ja, das ist die Tabelle für unsere eigenen Fahrzeuge. Achso. Okay. Ja, dann warte ich auf den Rückruf. Ja. Bis gleich. Ja, ciao. Oh, der Anhänger ist schon wieder gleich voll, oder wie? Der war doch gerade leer. Nur drei Bäumchen hier reingemacht. Aber das soll mir recht sein. Dann fahre ich gleich einen Anhänger rüber zu Jürgen. Hab ja gesagt, da kann ich... Oder er hat mir zugesichert, dass ich da zwei Ladungen Hackschnitzel laden kann. Dran abladen kann. Ist perfekt.
Und da hatte Johnny schon mit zu kämpfen. Mit dem Anhänger hinten. Ich muss gerade mal gucken. Tank passt noch. Oh! Was ist denn hier? Das ist ein neuer Bauplatz. Interessant. Was kommt hier hin? Neuer Bauplatz ausgewiesen. Müssen wir mal an Jürgen fragen, ob der weiß, was da hinkommt. Ja, ich habe einen Preis für Sie. Es würde 4.400 kosten. Dann mit Ihren Maschinen. Cool. Was ist denn das, ey? Lol. Krass. Sind Sie noch da? Ja. Sorry, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Hey. Ja. 4.400. Ja. Jo, bräuchten Sie aber Pflegebereifung? Achso, ne, hab ich ja. Jo, wie schnell geht's? Sofort? Jo. Viel Zeit ist nicht mehr. Ja. Gut, vielen Dank. Könnte ich dann meinen Schlepper bei Ihnen stehen? Ja, können Sie zwischenparken, passt schon. Okay. Ja. Gut, bis dann. Tschüss. Lol, was haben die denn hier gebaut, ey? Was steht hier denn alles rum? Der da einen kompletten Hof hingezimmert, ich glaube, ich bin. Oh, da ist ja richtig was los hier. Jo, May. Ja, Kollege, ich bleib hier stehen, weil du blinkst nicht. Hallo? Hallo, Polizeieinspektion Künftiger Landrichter. Jo. Herr Varuna, sind Sie nicht irgendwas in die Richtung des Gerichts? Warum? Ich bräuchte mal einen Haftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss. Nö. Wieso? Ja, weil ich das nicht veranlassen kann. Wer ist ich denn war der Staatsanwalt war der Herr Rissler. Ja, und der hat gesagt, dass ich mich an einen Richter wenden soll. Der Richter war der Neumann. Der ist mit uns involviert. Das ist halt das Problem. Tja, dann haben sie einen Patt. Achso, ich muss dahinter. Dann kann ich leider gerade nichts für Sie tun. Gut. Tut mir leid. Gut, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso, tschüss. Volker? Ja? Bist du bei mir? Ja. Guck mal, gibst du das hier hinten an der Mauer oder hinten? Geradeaus kannst du noch was fahren. Da hinten an der Mauer, da hinten. Oh, da hinten in die Ecke da. Ja, warte mal, ja, mach ich, muss mal gerade telefonieren. Als Spur oder so, ja. Hallo, ist der Neumann. Ja, Neumi, was hast du denn schon wieder angestellt hier?
Wieso, was ist denn? Der Richter will einen Haftbefehl gegen dich. Der Richter will einen Haft? Nein. Doch, Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss. Doch, hat er gerade bei mir angefragt. Für dich, gegen dich. Hä? Ja. Ah ja. Deshalb frage ich ja, was da los ist. Also ich wüsste jetzt nicht. Vielleicht hat er sich versprochen. Ich weiß, dass Ich habe extra gefragt. Er wollte nämlich wissen, wo er einen Haftbefehl kriegt. Dann sage ich ja beim Richter, dass du das bist. Und dann sagt er, ja, dich kann er aber nicht fragen, weil du bist involviert. Ach so, ich weiß, worum es geht. Es ist, er sucht einen Richter für den Stefan, weil der Stefan hat Drogentest positiv und so und hat meinen LKW zu Schrott gefahren und da ich selber eine Anzeige aufgegeben habe, kann es sein, dass er deswegen einen Richter sucht. Okay. Okay, dann macht das ganze Sinn. Jetzt dachte ich schon, du hättest schon wieder Dreck am Stecken hier. Nee, ich wüsste es jetzt nicht, ob ich was am Dreck am Stecken. Nee, dann macht Sinn, dass du halt natürlich befangen bist. Das ist ja klar. Genau, weil sonst wäre das ja unfair. Okay. Jo, ich habe ihm trotzdem gesagt, ich kann gerade nicht weiterhelfen. Ja, ich kann auch nicht weiterhelfen. Ich würde weiterhelfen, aber geht nicht. Ja. Du, ist der Mitarbeiter schon auf dem Weg? Jo, der ist gerade losgefahren. Ja, hoffe ich mal. Es ist aber nicht der damals hier, du weißt schon. Ja, doch, ist er. Aber das macht er hoffentlich nicht mit dem Dünger. Hast du den immer noch an der Backe, ey? Ja, finde halt keine neuen. Ja, den würde ich mal schnell loswerden. Dann wäre ich nur noch zu zweit und ich weiß, wie zu zweit das stressig ist. Merke ich heute. Heute ist es bei mir wirklich stressig. Ich mache gerade schon wieder alles allein. Och, Mensch. Der Schneider war vorhin mal kurz da. Und dann war er weg. Ja. Naja, schauen wir mal. Okay, gut. Dann mal bis die Tage. Jo, bis die Tage. Tschüss. Das dachte ich schon, der hätte schon wieder... Ach, ich wollte fragen, was das für ein Bauplatz ist. Und ich wollte eigentlich auch fragen, was das da hinten war. Völlig vergessen. So ist es halt. So, eine Ladung haben wir schon hin, dann können wir noch eine hinbringen. Das geht ja relativ flott. Dann könnte ich nächste Woche nochmal ein, zwei Ladungen wahrscheinlich hinkippen. Und dann habe ich einen gewissen Vorrat, der dann auch eine Weile reicht. Dass ich nicht gleich wieder pachten muss.
Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Diese Woche ist sehr, sehr, sehr forstlastig. Aber das muss ja nun mal gemacht werden, weil eben die Pacht diese und nächste Woche läuft. Und wenn ich es nicht mache, dann habe ich wieder umsonst die Pacht gezahlt. Deshalb muss ich da halt jetzt mal durch und ordentlich Holz aus dem Wald zaubern. Da wird auch wieder Zeiten geben, wo das ganz anders sein wird. Zumindest die Erntezeit dann. Aber diese Woche ist es halt mal so. Ich bedanke mich bei euch, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Wenn ihr Bock habt. Und bis morgen. Tschüss.